Es gibt schon sehr viele Videos, in denen berichtet wird, wie Narzissten handeln, was sie tun, wie sie sich verhalten, wie sie mit ihren Opfern umgehen. All diese Dinge habe ich auch schon Videos dazu gedreht. Doch heute soll es darum gehen, was Narzissten nicht tun, was kein Narzisst tut. Um das soll es gehen in diesem Video, weil das genauso wichtig ist und einfach auch für jemanden, der unter narzisstischem Missbrauch, unter narzisstischem Einfluss lebt, dass es gut ist zu verstehen, warum gewisse Dinge von einem Narzissten nicht kommen, nicht getan werden können und du doch so sehr darauf wartest. Das soll das Thema des heutigen Videos sein, was Narzissten nicht tun. Mein Name ist Hubert Hafner. Ich bin Selbstwert- und Burnout-Coach und Autor mehrerer Bücher, Gründer des Deutschen Instituts für Burnout. Und zum Thema Narzissmus, was Sie nicht tun, möchte ich dir zwei Bücher an die Hand geben. Das eine ist Narzissmus verstehen. Das heißt hier hinterm Vorhang, wie verdeckter Narzissmus auch in christlichen Gemeinden, in Organisationen vorkommt. Und hier siehst du auch, anhand des Beispiels, das ich hier aufführe, warum verdeckte Narzissten gewisse Dinge nicht tun. Und das Zweite, ein Selbstwert für dich zu finden. Das heißt, Selbstwert ist kein Gefühl, weil sehr oft Selbstwertgefühl und Selbstwert zusammengefasst werden, wie wenn das eins wäre. Und hier zeige ich auf, dass das Selbstwert eine ganz andere Basis hat. Doch nun wollen wir uns damit beschäftigen, was unsere Narzissten so denn nicht tun. Es ist interessant, Narzissten haben alle eine ähnliche Verhaltensweise, das heißt, hast du es mit einem Narzissten zu tun und hast ihn erkannt, dann siehst du viele Parallelen bei diesen Menschen, die sich narzisstisch verhalten. Hier läuft ein Programm ab, wo alle Narzissten dieses Programm in sich haben und dieses Programm abspulen. Was sie nicht tun, was sehr häufig kommt, ist natürlich, dass sie keine aufrichtige Entschuldigung haben, dass sie dich nicht lieben können, dass sie keine Loyalität zu dir haben, dass sie nicht die Wahrheit sagen, dass sie notorische Lügner sind und dass sie nicht vergeben können. Das sind so diese wichtigen Dinge, die in unserer zwischenmenschlichen Beziehung eigentlich die Beziehung unmöglich machen, weil wir ja genau auf das angewiesen sind. Doch gibt es noch mehr Dinge, die Narzissten nicht tun? Und das wollen wir uns heute anschauen. Das heißt, hier geht es in diese Beziehungsgeschichte, Loyalität, Liebe, Wahrheit sagen, diese Dinge. Aber sie können andere auch nicht tun. Und das Wichtigste dabei ist, das steht eigentlich über allem, auch über den ersten, sie können nie selbstlos handeln. Es ist für einen Narzisst unmöglich, selbstlos zu sein, weil da müsste er sich ja zuerst selber haben, um sich loslassen zu können. Das narzisstische System, dieses Grunddenken, das ein Narzisst hat über sich, er hat ein überhöhtes Ich, er hat sich ein Selbst aufgebaut, das perfekt ist, das von außen betrachtet, charmant, zuvorkommend, hilfsbereit ist. All das zeigt er nach außen, hat aber in sich zutiefst sitzende Minderwertigkeitsprobleme und Komplexe. Und diese überspielt er. Und jetzt kommt etwas, er hat kein Selbst, sondern er hat ein selbstgebasteltes Selbst. Aber dieses selbstgebastelte Selbst ist nicht er. Aber dieses selbstgebastelte Selbst braucht immer Zufuhr, braucht immer Nahrung, dass es erhalten bleibt. Es würde sein Selbst nicht brauchen. Aber dieses Selbst, das er es nun vorgibt zu sein, das braucht Zufuhr, weil es ja nicht der Realität entspricht. Und so kann er nie selbstlos sein, weil er ja alles dafür tun muss, damit dieses Selbst, das er sich gebaut hat, gefüttert wird, Zufuhr bekommt, dass dieses im Mittelpunkt bleibt, dass dieses erhalten bleibt. Es ist wie Leben, du brauchst immer Nahrung, dass du weiter existieren kannst. Und so ist es auch für den Narzissten wichtig, immer Zufuhr zu bekommen, immer wieder neue Bestätigung von seinem Opfer, die Energie zu bekommen, dass dieses Selbst, das er gebaut hat, bleibt. Aber das kann er nicht loslassen.
sondern er macht alles immer in Bezug auf dieses Selbst und damit kann er nie selbstlos handeln. Es wird immer mit etwas verbunden sein. Das heißt, das Wichtigste zu verstehen, ein Narzisst kann nicht selbstlos handeln. Das Zweite, er kann nicht zuhören. Zuhören für einen Narzissten bedeutet ja, er tritt in den Hintergrund und nimmt dich und deine Dinge ernst. Das ist in der Love-Bombing-Phase natürlich so, da hört er dir zu, da will er alles von dir wissen. Er ist so interessiert an dir, damit er das später genau gegen dich verwenden kann. Er braucht Informationen, viel Informationen von dir über deine Gefühlslage, über deine Vergangenheit, deine familiäre Situation, damit er weiß, wo er einhaken kann. Da hört er genau hin. Oder wenn es um Klatsch und Tratsch geht, dann ist er auch gern dabei, der Narzisst, weil hier kriegt er Informationen für sich, die er dann irgendwann einmal anwenden kann, damit er dem anderen Schaden zufügen kann, damit er ihn klein machen kann, damit er etwas in der Hand gegen ihn hat, jetzt auf dieser Ebene. Und zuhören würde ja bedeuten, er müsste sich für dich interessieren, für deine Belange, deine Gefühle, all das, was dich betrifft. Kann er nicht, er muss ja alles auf sich beziehen und deine Interessen haben gefälligst in den Hintergrund zu treten, wenn es um ihn geht. Das heißt, zuhören, wirklich zuhören, was sagst du mir, wie geht es dir, kann er nicht. Er wird sofort etwas finden, wo es wieder um ihn geht. Und wenn du sagst, ja, ich fühle mich im Moment so, ja, soll ich jetzt schuld sein, kommen Vorhaltungen, ja, wie kann das sein, ich bin doch da und er wird alles drehen, aber immer im Blick auf sich und dann negativ. Er kann es nicht ohne Bewertung lassen. Das sagst du ihm, oh, das Wetter ist heute schön. Ja, das Wetter ist schön. Was willst du mir damit sagen? Ja, ich wollte dir sagen, das Wetter ist schön und mehr nicht. Ja, was willst du mir damit sagen? Willst du jetzt, dass wir da draußen jetzt arbeiten oder irgendwas? Er verbindet sofort was und geht in Opposition, geht in Angriff. Obwohl du ihm nur mitteilen wolltest, dass das Wetter schön ist oder dass die Tür offen ist, habe ich es vergessen zuzumachen, dann sag halt, dass ich es zumachen soll und ich musste offen lassen, weil es ist dieses Problem, zuhören geht nicht, wenn es um deine Interessen geht. Das kann er nicht. Ein weiterer Punkt, den er nicht kann, ist sich auf eine Stufe mit dir stellen. Das glaubt man fast nicht. Und oft sind es auch ganz verdeckte Narzissten, die sehr demütig herkommen, die dann sozusagen dich auf den Podest heben. Aber dann stellt sich die Frage, wer hebt dich auf den Podest? Das heißt, wer gibt dir die Position? Ah, das ist er. Aber er stellt sich nie auf eine Stufe. Er weiß es besser. Wenn du mit einem Narzissten in einem Arbeitsverhältnis bist, du bist Arbeitgeber. Er wird es immer besser wissen, er wird gegen dich Opposition machen, er wird versuchen, Mitarbeiter auf seine Seite zu ziehen, damit er der Macher ist, damit er über dir steht. Es wird nie eine Stufe geben. Oder er wird versuchen, in Gemeinden, in christlichen Gemeinden oder auch in Vereinen, wenn er nicht der Vorstand ist, den Vorstand zu torpedieren. Das hätte man doch auch so machen können. Immer diese versteckte Kritik, weil er es nicht zulassen kann, dass jemand über ihm steht, eine Stufe, sondern er will drüber stehen. Das ist der Narzisst. Er wird sich immer drüber stellen. Und das nächste, er kann nichts tun, ohne Hintergedanken, dass es ihm etwas nützt. Dieses Selbstlos, das ich am Anfang gesagt habe, ist, er kann nichts tun, ohne an sich zu denken, ohne zu fragen, was bringt es mir? Was habe ich für einen Nutzen davon, wenn ich das jetzt mache? Wenn es keinen Nutzen gibt, dann wird er es nicht tun. Er kann es nicht, weil sein System immer darauf ausgelegt ist, ich gebe, um etwas zu bekommen. Es ist ein System, das in ihm ist, geben, um zu bekommen. Und dieses System ist krankmachend. Es macht ihn krank, es macht dich krank, weil nie etwas einfach getan wird, sondern es immer in Bezug auf ihn getan wird, was er davon hat. Ich habe das in meinem ersten Buch, Ursprung vieler Krankheiten, beschrieben, dass unser menschliches Denken davon geprägt ist, geben, um zu bekommen und dass dieses System ein System ist, das ungesund ist, das krankmachend ist. Also auch hier haben wir ein System in uns, das der Narzisst triggert, das er in sich hat und sehr viele Narzissten sind krank, interessanterweise. Also ihr System, das sie vorgeben,
Sie sind so selbstbewusst, all das scheint wohl nicht ganz zu funktionieren. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video zeigen, dass Narzissten gewisse Dinge, die fürs zwischenmenschliche Leben elementar sind, nicht hinbekommen. Es ist schade auch für sie, weil sie sich selber dadurch krank machen, weil ihr System ein krankmachendes System ist. Und Ursprung vieler Krankheiten liegt genau darin, geben um zu nehmen. Das heißt nicht dieses Geben, damit die Sache da ist und dann ist es gut, sondern ich erwarte etwas und diese Erwartung, diese Haltung, die ist krankmachend, interessanterweise. Wie gesagt, in meinem Buch Ursprung vieler Krankheiten habe ich das versucht zu erklären und aufzuzeigen. Ich hoffe, dir gefällt dieses Video. Gerne Daumen hoch, vor allem Kommentare, Likes, wenn es dir gefallen hat. Abonniere den Kanal. So erreicht er eine höhere Reichweite und viele Menschen können davon profitieren, um zu verstehen, dass sie in narzisstischen Beziehungen sind oder wenn sie herausgehen, um den Narzissmus besser zu verstehen und sich besser abgrenzen zu können. Auf dem Weg in deine Freiheit, mein liebes Grüßle an dich. Dein Hubert Hafner.